Das kann man so nicht sagen. Das ist kein einfaches Nullsummenspiel. Erstens mal dienen beide dem gleichen Ziel, nämlich das Vertrauen in die Gesellschaft zu fordern. Sie stehen manchmal im Konflikt, es gibt solche Fälle. Es gibt aber auch viele Fälle, wo beide eigentlich die gleiche Wirkungsrichtung haben. Ein Beispiel, die Verfügbarkeit guter IT-Security-Standards, die ist extrem wichtig, sowohl für Wirtschaft und Gesellschaft einerseits, ist aber auch für den Schutz der Privatsphäre unabdingbar. Anderes Beispiel, die Schlüsselhinterlegung. Wenn Nutzer an zentraler, vertrauenswürdiger Stelle Schlüssel hinterlegen, dann birgt es bei allen Sicherheitsvorkehrungen, die ich da habe, immer auch das Risiko, dass Daten abhanden kommen. Und wenn das passiert, bedeutet es ein unheimliches Problem, sowohl für öffentliche Sicherheit und Wirtschaft, als auch für mich als Nutzer, für den Schutz meiner Privatsphäre. Insgesamt erfordern gute Security-Privacy-Lösungen einfach immer eine Abwägung von Kosten und Nutzen. Und wir haben leider die Tendenz, den Nutzen für die öffentliche Sicherheit bei einigen Maßnahmen eher zu überschätzen und die Kosten, vor allem die langfristigen Kosten, bei der Aufgabe der Privatsphäre zu unterschätzen. Da spielt uns unser Bauch einfach einen Streich an der Stelle.